Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Ja, im letzten Rennen gab es einen Doppelsieg. So ist richtig. Ja, Stock konnte relativ gut vorne wegfahren. Kuji musste sich ein bisschen mit anderen Fahrern so ein bisschen prügeln. Hat aber trotzdem alles geklappt für ihn. Weshalb wir Gott sei Dank eigentlich, weil wir die Strategie gut gesetzt haben, weil Kuji noch auf Platz 2 bekommen haben, weil wir sind rechtzeitig oder früh genug mal auf die Regenreifen gegangen, obwohl die auf Intermediate alle gegangen sind. Und zumindest fast alle. Haben dann wieder fast den ganzen Vorsprung aufgeholt. Dann vor den anderen auf Trockenreifen gewechselt und dadurch an den vorbeigekommen. Also easy. So, wen haben wir denn noch? Alter, wir haben eine richtig große Summe. Paytor, er ist Paytriver. Und er ist auch nicht so gut. Ja. So, die Frage. Gab es eine Regel, dass wir die Leute nicht aus anderen Teams rausholen? Das müsste ich mal gucken. Aber das mache ich dann wenn in der nächsten Folge. Wir haben Paytriver. Jawohl. Sehr gut. Moment. Paytriver, der Ramos hat 8er Feedback nur. Das ist sehr wenig. Aber Paydriver. Noch ein Pay. Aber ist gut. Ist aber gut. Obwohl gar nicht so schlecht. Er kann zwar gut sein. Ne, hat aber keinen Marktwert. Das heißt, er wird sowieso nicht so viel für uns fahren. Der ist auch nicht schlecht. Auf einmal tauchen hier die Paydriver auf. Was ist denn hier los? Das ist doch mega gut. Warum nicht gleich so? Nein, man muss natürlich erst 1000 Leute gescoutet haben, um dann herauszufinden, dass es ein paar Paytriver gibt. Eieiei. Naja, bekriegt haben die sich jetzt nicht. Ne, also, ich glaube, die waren selten beieinander. Aber naja, wir sind dran am Motor. Ob wir den schaffen, bin ich mir nicht sicher. Sponsor. Ah, vielleicht kriegen wir auch noch einen besseren englischen Sponsor, der uns da für dieses Rennen Geld gibt. Das Spiel war verwirrt. So, Motorbau abgeschlossen. Wir bauen direkt einen Frontflügel, den wir zeitlich aber nicht schaffen. Wir haben wieso hier plus 40. Das heißt, wir bauen einen Frontflügel. Und das war's dann. Das ist der letzte Frontflügel. Sehr schade. Aber kann man nichts machen. Alle sind komplett untätig. Die haben die komplette Leistung. Also Bremse, klar, müssten wir jetzt so machen. Ja, die Bremse müssen wir reinhauen. Und den Motor. Obwohl der Motor ja fast schon wichtiger ist. Ja, der ist halt nur minimal schwächer. Machen wir so. Mit der Bremse können wir noch leben, wenn wir einen Güldvoll keinen Bremser haben. Der Motor, der ist eigentlich relativ wichtig. Hoffen wir, dass wir den auch irgendwie packen. Ein Cupcake ist gar nicht so schlecht. Die sind echt nicht schlecht, aber man muss dann Erster werden. Und dann, wenn man auf einmal man muss Erster werden hat, dann wird man nicht Erster. Pause, wir gucken mal, wie viel Prozent wir haben. Ah ne, wir müssen es so durchziehen. Letzter Sponsor. Wir haben noch... Da müssen wir gucken. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 6 Rennen... Obwohl... Haben wir in den nächsten 6 Rennen den englischen Grand Prix? Nee, nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sind wir in Sydney. Dann nehmen wir Cupcake. Schade. Wäre der jetzt länger gegangen als 6 Rennen, hätte ich den definitiv genommen. Warum hat Kuji jetzt so wenig Marktwert? Wie hat Kuji nur einen Marktwert von nur 88? Tikete. Ist eigentlich gut. Vielleicht halt nur im schlechtesten Team, ne? Oder was halt in einem schlechten Team, so. Okay, also von 4 Fahrern haben 2 Paydriver. Das ist die
die wir heute gesehen haben. Ansonsten wollte ich ja gucken, was wir im Motor haben. Wir haben einen Steinmann-Motor dieses Jahr drin. Mhm. Einen Steinmann-Motor. So, leistungsmäßig sind wir, haben auch einen stärkeren Motor. Okay. Das sind zwar nur drei mickrige Pünktchen. Aber er ist auf jeden Fall stärker als das aktuelle Aggregat, was wir drin haben. Und können dann so gesehen auf das gehen. Das wäre die Leistung von der Bremse. Weil egal, Bremse können wir nicht mehr bauen. Frontflügel ist danach auch zu Ende. Vielleicht bauen wir noch einen Frontflügel, dann sind wir da fertig. Und aufhängen müssen wir dann gucken. Aber wir versuchen, Siebter zu werden. Wäre geil. Kein Minus machen in einem Rennen. Das wäre mal seit langem ein Traum. Aber nur durch den Sponsor. Ist klar, wir werden Siebter. Wir haben Mutsch, kriegen wir trotzdem Minus, weil wir halt vielleicht irgendwo Pole Position oder Rennsieg holen. Hat gerade so geklungen, als ob man sagen würde, ja, sieht schwierig aus, ob wir das Rennen gewinnen. Wir haben die letzten 33 Rennen oder 32 Rennen gewonnen. In Folge. Na, also, erstmal muss man sagen, so, ob wir das Rennen nicht gewinnen, klingt dann eher danach. Weil wir, klar, irgendwann wird die Serie reißen, das steht fest. Wäre natürlich jetzt gut, wenn es halt nicht unbedingt jetzt hier passiert. Also das Geld hätte ich doch schon gerne jetzt, ne? Also, wir haben jetzt an sich keine Geldprobleme, wie sonst die Jahre. Aber zu viel haben wir jetzt davon auch nicht. Medium Soft. Also man kann eine Einsprachstrategie fahren, aber Soft, glaube ich, war auch gut. Wir werden Soft fahren. Soft, oder kommt drauf an, was wir fahren. Soft, vielleicht fahren wir Soft Medium. Auf jeden Fall sind die Soft unsere Hauptreifen, wie das Rennen. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass eigentlich ein Top-Team immer beim Training so oder beim Qualifying, weil wir sind beim Qualifying auch immer die Ersten, die rausfahren, so früh rausfährt. Also normalerweise sind halt die Top-Teams halt immer die, die als letztes rausfahren, um halt zu sagen, ja, guck mal hier, wir brauchen nur einen Versuch oder fahren etwas später raus, also jetzt ungefähr und so. Das sieht man ja, okay, in dem Formel 1-Manager ist es genauso, da fährt auch immer Ferrari extrem früh raus im Qualifying. Also, wenn nicht gerade irgendwie Regen in Ankunft ist, dann machen die es normalerweise nicht. Rüger wird immer stärker. Habe ich irgendwie die Vermutung. Wir können schon mal Fuji reinholen. Setup ist verbesserungswürdig. Warum war eigentlich Fuji so weit hinten? Ach ja, der muss ja länger stehen bleiben. So, wir machen den Wagen härter. Ich fusch meistens ungern eigentlich im Dings rum. Wenn man mir überlegt, dass Panther auch mal vor kurzem kurz davor schon abzusteigen und jetzt eigentlich easy sind, hier in die Punkte zu fahren, weil die haben ein gutes Update über die Winterpause mal geschafft. Das fällt mir ja nach dem 8. Rennen mal auf, ne? Sachen gibt's, ne? So, Quali drin. Das ist eine große Änderung. Das muss man mal anerkennen. Oh, Fahrverhalten ist oben. Ja, okay. Der Mods ist aber trotzdem schneller als Stopp. Was machen die beiden da?
Fabrisch wie Kappe, die beiden. Eieiei. Okay, aber willkommen der ganzen Sache. Was? Ich rede bei euch irgendwie einen Stoß zusammen, ne? Wir kommen der ganzen Sache schon etwas näher. Das wäre jetzt unnötig, Stock. Oh, zu viel Flügel gemacht vorne. Hinten. Allgemein. Okay, wir nehmen dich und packen einfach hier das so rum. Dafür ist aber jetzt die Geschwindigkeit, glaube ich, nicht mehr so gut. Mal hoffen mal, dass es besser ist. So, Renntrim, 12 Runden, Medium. Deutlich besseres Setup. So, die Frage, machen wir jetzt mehr, holen wir was weg. Ja, wir nehmen etwas vom Ding, sag mal, wir rennen drin, 12 Runden und Mediums. Bin gespannt, wie viel Prozent wir da drauf bekommen. Umso mehr, umso besser. Gut, ich kann noch eine Runde fahren. Das ist sehr gut, weil dadurch haben wir die 10% wahrscheinlich safe. Eine Sekunde sind die Reifen langsamer. Okay. Sehr erfolgreich. Krüger eigentlich. Überraschend stark. Ah ja, Strüff und Agnello auf Mediums. Mhm. Schneller. Eigentlich so gesehen schneller, aber ist dann natürlich die Frage, wie sind die gefahren? Ne? Wir hatten halt volles Auto. So, Frontflügel 80. 80. 85. 85. 85. 87 lieber. 80 Bremse, zack. Ja, das sieht so gut aus. So, wir haben natürlich die sehr weichen Reifen, weil wir wollen ja schon unter die Top 10 kommen. Ja, ganz vorne fahren. Ich weiß nicht, warum ich immer so merkwürdig rede und dann sage, ja, ob wir es schaffen, ich bin mir nicht sicher. Ach, wird irgendwie schon. Ne, erster Versuch wird mit den Mediums probiert. Wenn es reicht, ist sehr gut. Wenn es nicht reicht, dann haben wir, müssen wir nachlegen. Deswegen ist es gut, dass wir so früh raus sind. Ne, warum nämlich die Supersoft jetzt vergeuden? Wenn es auch mit den anderen reicht. Noch lustiger wäre es eigentlich, wenn es so eine Regel gibt. Du hast nur, keine Ahnung, 100 Satz. Weiche Reifen für die komplette Saison. Wenn du mehr verbrauchst, musst du halt auf Soft oder auf Medium gehen oder auf die anderen Art von Reifen. Das wäre nicht schlecht, so eine Regel mal einzuführen. 16,6. Alter, sieht sehr gut aus. Überraschenderweise ist Fox auf Platz 1. Und die Rosinis legen auch gleich nach. Kujis Zeit könnte problematisch werden. Es sieht gut aus. Es ist die Frage, wie viel fahren noch raus?
Einer. Zwei. Drei. Alle. Wir schaffen das alle noch. Wir schaffen es nicht mehr. Wir müssen jetzt hoffen, dass die Zeit von Kuji reicht. Ja, ja, jawohl. Rosini mit der schnellsten Zeit. Oh mein Gott. Das ist aber eine halbe Sekunde. Das ist schon viel. Also. Ich weiß noch nicht, wie wirklich der Unterschied zwischen Soft und Medium sind. Supersoft ist nicht. Supersoft, sorry. In dem Spiel gibt es Supersoft. In dem anderen Spiel gibt es kein Supersoft. Ich verwechsel das immer. So, jetzt gehen wir auf den Soft-Reifen raus. Dann machen wir es richtig. Klar, die Soft-Reifen sind natürlich eine, so eine Variante. Du musst. Kannst aber. Wir können Soft-Soft fahren, wir können Super-Soft-Super-Soft fahren, wir können Soft-Medium fahren. Es gibt verschiedene Varianten. Ne? Ist halt die Frage, wie sehr der Reifen abbaut. Letzte Saison hatten wir auf jeden Fall ein etwas stärkeres Reifenabbauendes Auto. Wow. Dann kommen wir rein. Und ohne langes Schwafeln fahren wir gleich nochmal raus mit neuen Soft-Reifen. Kommt der Regen auf einmal her? Wir können sogar fast jetzt auf Mediums probieren, dadurch, dass die anderen ja zur Regenzeit gefahren sind. Wir probieren. Wir gehen non plus ultra, wir gehen auf Mediums fürs Rennen. Natürlich wäre es dumm, wenn er dann. Ich sag mal so, wir haben eigentlich das Problem, dass wir immer dieses Pech haben, dass das Rennen regnet, wenn wir auf Mediums versuchen zu fahren. Der Top ist sehr schnell gewesen. Wir wissen nie, wie schnell wir mit den Soft-Reifen gewesen sind. Niemals. Weil wir halt mit den Mediums die Zeit setzen. Also es kann hier noch kunterbunt werden, ne? Ich glaube zwar, die Top ist auf jeden Fall durch. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Noch ist die Strecke trocken. Aber dadurch, dass sie jetzt rausfahren kann, haben die halt Regen. Piquete und Fox kamen vielleicht auf Glück. Mhm, da war Strüff ist raus. Also, aber bei Strüff wissen wir sowieso, der ist nach der ersten Runde wieder irgendwie Dritter. Wie auch immer der so mal macht, also der Bombenstart. Aber dadurch können wir jetzt die Mediums im Rennen etwas aggressiver fahren und am Ende auf die Soft-Reifen wechseln. Supersoft, sorry, Supersoft. Oh, wir haben uns aber deutsch gesteigert. Gerade Kuji hat sich deutsch gesteigert. So, jetzt nicht lange schwafeln. Es wird abgeliefert. Ein Versuch. Leute, wir müssen Reifen sparen. Okay, wir hätten einfach mit angefangen, um jetzt Reifen zerfahren können. So, dann bewegen wir uns auch mal raus. Echt jetzt? Das könnte jetzt Schwierigkeiten geben. Weil wir haben Delgado und Adenauer vor uns.
Klar, Qualifying ist jetzt nicht ganz so dramatisch, weil man nicht überschnell ist. Ne, im Vergleich, wir sind jetzt keine 3-4 Sekunden schneller pro Runde. Die Rosinis können schon mal nichts machen. Ja. Tilizia auch nicht. Aber das sieht schon sehr gut aus. Und zack. Und zack. Hui. Hui, hui. Nur 14.000 zwischen unseren Fahrern. Also der eine ist besser als Fahrer, der andere hat das bessere Auto. Wenn man Kuji an das Hauptauto setzen würde, also in den stärkeren Wagen, dann hätte Stock ja gar keine Chance. Also minimal, wer weiß.